So sieht das hier aus, wenn ich meine Samsung Gear VR-Brille aufhab. Hier das ist dieses Oculus Home Office, sage ich jetzt mal. So sieht das hinter mir aus. Sieht eigentlich ganz nett aus. Irgendwie abgespaced. Und ja, genau, eine Fernsehecke gibt es auch. Man kann sich nicht wirklich drin bewegen. Man kann eigentlich nur hier vor diesem Home Center verweilen. Da sehen wir hier alle wichtigen Apps. Da gibt es einen Store. Die ich so installiert habe in der Mitte. Das große ist halt so eine Empfehlung. Gehen wir mal in die Bibliothek rein. Das sind die Apps, die ich tatsächlich installiert habe. Altspace VR ist so eine, ja, Online-Community, wo man dann halt mit anderen Leuten interagieren kann, Spiele spielen kann, reden halten kann, sich irgendwie Video angucken kann, alles gemeinsam eben in so einem virtuellen Raum. Diese App habe ich wirklich noch nicht getestet, aber die hier, die Spade ist so ein Angelspiel, da taucht man halt ab in die virtuelle Welt eines Anglers und kann dann halt Angelaufträge entgegennehmen, muss bestimmte Fische fangen. Ja, die App daneben, Cerevirum, hat mich so ein bisschen an den Rasenmäher am Anfang Stephen King erinnert. Wer den Film kennt, weiß, dass dort halt ein, ja, geistig zurückgebliebener mittels VR ja halt zum Genie wurde und hier muss man halt spezielle, ja, Alien-Raumschiffe, ja, bekämpfen mit Waffen, die man aber erst nach einer bestimmten Rechenaufgabe oder logischen Aufgabe aktivieren kann. Ja, ist eigentlich ganz witzig und man trainiert damit so ein bisschen die Konzentration und ja, hat noch ein bisschen Spaß dabei beim Spielen. Aber ja, kommen wir weiter in die Einführung. Nebenan, das ist so das Erste, was man eigentlich so sieht. Wir starten das einfach mal. Genau, ne, man bekommt erstmal so eine Begrüßung und dann wird man eingewiesen, wie man das teilt steuert. Da mal an der rechten Seite so ein Touchpad. Ne? Zieh dir den Donut an und tippe auf das Touchpad, um ihn auszuwählen. Machen wir mal. Nochmal, klar. Und jetzt unten auch nochmal tippen. Nee, nicht das Eis. Da unten. So. Hervorragend. Jetzt weißt du, wie Objekte ausgewählt werden kannst. Wische vorwärts auf dem Touchpad. Das machen wir doch jetzt gleich einfach mal. Bis zum Kaktus und dann wieder zurück. Kaktus auswählen. Und jetzt zurück zum Berg. Wischen. So, den nehmen wir jetzt auch aus. Gut gemacht. Du hast gerade gelernt, wie du dich im Menü fortbewegst. Wische nun nach unten auf dem Touchpad. Das mache ich jetzt auch mal. Da geht die Sonne auf und unter. Hui. Ganz einfach. Großartig, du kannst gerade. Okay. Jetzt der Zurück-Button, kennen viele von ihrem Smartphone. Ganz easy. Ein Knopf drücken, man geht wieder ein Bildschirm zurück.